Yo Leute, was geht ab? Der Polen am Stüssel, mein Nüssel mit dem Rednecks, mit der Krümel HD, XD, scheiße, wieder HD, und dem Suchti-Zocker. Hallöchen. Willkommen beim dritten Comedy Freitag. Und dieses Mal werden Pornotitel vorgelesen. Und wer viermal lacht, das seht ihr denn gerade im Bild, wer viermal lacht, hat verloren. Das heißt, jeder hat vier Leben. Und ich würde sagen, ich fange als erstes an, dann ist der Rednecks dran, dann Krümel XD und dann der Suchti-Zocker. Also, seid ihr bereit? Ja. Okay. Alarm im Darm. Okay, niemand hat gelacht. Jetzt ist Rednecks dran. So, wo hatte ich den denn? Da. Stoß langsam. 1 bis 3. Keiner lacht. Yes, Team. Och man, ey. War's der schon? Ja. Okay. Porn war's. Riode 2. Anschiss der Klokrieger. Ja, Krümel und ich haben einen weniger. Warte mal, ja, Mann. Bevor wir die nächste erzählen. Oh Gott, das ist sehr schlimm. Ich brauche erstmal einen Stift. Nee, das ist mein Bieröffner. Stift. Fuck, ich bin jetzt kein... Wenn du aufnimmst. Ja, so, jetzt habe ich einen Stift. Das ist ein Bleistift, aber scheiß mal drauf. Hauptsache ich kann Säufer. Nö, nur ab und zu mal. Ich habe ja von der Messe mitgenommen. So, einmal. Krümel. Jetzt halt fast 1 und der Polen hat 1. Gut, dann bin ich ja als nächstes dran. Und zwar, wo hatte ich das denn? Das war doch hier gerade. Analdin und die Wunderschlampe. Der war nicht. Darüber lache ich jetzt nicht. Das ist schon seit Jahren in der Familie so eine Witze. Du bist in der Rednecks. Okay, Schwanz der Vampire. Nee. Oh. War ein Versuch wert. Wo war denn der? Papa, der Puffbesitzer. Okay, Rednecks. Also das hat keiner gehört, das Scheiß hier, ne? Ja, ich hab's auch gehört. Okay, sucht die Zocker. Meine Aufnahme lag. Okay. Ich muss mal gerade über Teamspeak aufschauen. Oh, Junge. Ja. Oh, sag mal. Ja, ist ja okay. Was war das? Kann ich weitermachen? User in your channel started recording. Ist okay. Porn Wars, Riode 6, die Rückkehr der Anhörte. Yeah, Rednex hat schon zwei Leben weg. Okay. Verdammt. Rednex, Alter. Das wird nichts mehr. Warte, hier gibt's so schöne viele Sachen. Man muss natürlich was finden. Analgeddon. Ha, such die Zocker, nee. Jetzt hat die... Der geht bei Jürgen und mir schon so lange. Also such die. Zock. Wir haben das ja auch schon gemacht, das ist nicht. Oh mein Gott. Zocker hat jetzt auch ein Leben weniger. So. Du. Jetzt ist Rednecks dran. Penispiraten auf Rektalrandale. Warum wähle ich immer die Falschen aus? Ich wahrscheinlich wer daran, weiß, dass wer ich weiß. Zum Teil Holländer bin. Los, Krümel. Was? Ich bin dran. Du bist. Ufo-Fisting. Bitte? Okay. Was? Oh Mann, ey. Jetzt das war ich. Jetzt wirklich warte. Schwer zum Stücklacher. Jetzt pass auf. Jetzt pass auf. Roundhouse-Fick-Tack im Rausch der Leidenschaft. Kommt schon. Okay, ich habe hier einen und zwar
Harry Potter und der Orgasmus des Phönix erscheint 2007. Och Mann. So. Dann mach ich mal Petri Geil, Anglerurlaub am Analsee. Krümel! Das Krümelinchen. Oh Gott. Da habe ich mir genau den richtigen für Krümel du ausgesucht. Du bist dumm, ey. Mach. Der war auch gut. Herr der Bestrücken. Nee. Nee. Bist du nicht? Bambi im Land der Gelben. Ja, ich glaube, keiner lacht. Nee. Wo war das? Nackt, zerhackt und angekackt. Ach so, die Zocker-Rapids. Ich hab nicht gelacht. Oh. Hab ich? Oh, der war jetzt wieder zu schlimm. Bei dem angekackt vorbei, ey. Los, du bist dran, Rednecks. Oma fickt mich ins Koma. Du Arsch, das wollte ich gleich nehmen. Ihr seid freundlich. Ja, Mann. Ich bin kein Kuh. Kacke. Alter, ich muss hier gleich lachen, allein schon, weil ich die gerade durchlese. Das ist noch viel schlimmer, ne? Ja. Mach los. Ich bin dran, ne? Ja. Schnifflittchen und die sieben Geile. Nee. Nee. Okay, warte, ich bin... Der war jetzt einfach random rausgekommen. Jetzt pass auf. Captain Arsch und seine geilen Piraten. Nee. Nee. Bin ich jetzt... Merkt, wir haben irgendwie keine Ahnung von Pornotiteln, die lustig sind. Bin ich jetzt dran? Ja, anscheinend. Okay, meine andere Seite in der Zeit. Oma Rose 98 fick geil und nicht tot zu kriegen. Nein. Ich hasse dich, ich hasse dich. No. Rednecks. Moby fick im Arsch des Pottwals. Alter. Da war ein Lacher. Da war ein Lacher, eindeutig. Ja. Oh. Oh, herrlich. Okay. Warte, ich? Nein, das heißt ich bin wieder, oder? Ja, du bist Krümel. Oh Gott, ich hab immer noch keinen, weil die einen... Mann, ich hab einen... Verstehst du? Oh Mann. Ne? Weil die mich nicht gerade mal überspringen, ich einen gefunden hab. Okay, was? Dann such die Zocker. Okay, Alice im Ständerland. Der tat schon Bart, ey. Okay, ich hab einen. Okay, dann hau raus. Monsters of Cock, das Schwanzfestival. The Poland. Das war kein Lacher, also dementsprechend. Okay. Das war noch kein Lacher. Das war kurz davor. Ganz knapp. Das ganz war ganz, ganz knapp. Lass die Enkel zwischen die Schenkel. Nee. Ah, Mist. Du. Mad Max auf Ners Donnerkuppel. Will den Lacher runterschlucken, ne? Du bist Krümel. Ja, ich weiß nicht. Wie mir am Glied mit Co. Wie? Ja, das ist nämlich ich. So. Ja, such die Zocker. Bundesjungferspiele. Ach komm. Okay, meiner ist dreiteilig. Und zwar, das waren drei Filme insgesamt in einen Titel verpackt. Teil 1 war, ich weiß, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Teil 2, ich weiß noch immer, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Teil 3, ich werde immer wissen, wer dich letzten Sommer gefickt hat.
Oh, hart an der Grenze. Na gut, Rednecks. Du hast nur noch zwei Leben, ein Leben, schön. Company Huren 2, Himmelfeuer aus der Sackkanone. Keiner lacht. Ja, einfach mal gar keiner lacht. So, ich bin dran. Star Wars Episode 1, Anakin's Outcoming. Hust, hust. Ja. Ja, danke. Such die Zucker, komm. Jane Blond, Casino Anal. Affentanz im Niggerarsch. Wirklich niemand? Nope. Alles so abgebrüht. Ja. Du. Die Fickinger. Oh. Grenzwertig, sehr, sehr grenzwertig. Ja. Okay. Mach Sitzfleckwurst, dann gibt's Leckerschirn. Es ist eher merkwürdig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, alles merkwürdig. Ja. So, wer war jetzt dran? Krümel. Ich. Nee, such die. Ja, jetzt ist ja, nicht. Okay. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Kommt die Musik her? Ha? Welche Musik? Ich hab gerade Musik im Browser. Geil. Ach egal, ich mag das Lied. Eine chillige Musik. Mach das nur ein bisschen leiser. Okay. Omas Schokogeheimnis. E. Das ist schon. So, bin ich jetzt dran? So, Edward mit den Penishänden. Okay, ich bin dran. Der fliegende Klassenpimmel. Der was? Der fliegende Klassenpimmel. Nein, das ist sehr langweilig. Okay. Mag das nicht. Die Prinzessin auf der Eichel. Keiner lacht. Ich glaube, okay, es ist abgelacht. Nee. Oma, lebst du noch oder lutschst du schon? Krümel! Nein, nee! Ich hab auch nur noch ein Leben, oder? Ja. Genau wie letztes. Jürgen hätte sich jetzt schon direkt weggeschmissen. Jetzt ist man das mal ganz schön weggeschmissen. So. Redneck, du bist dran. Ich überlege gar nicht. Mann, scheiß drauf, ich nehme jetzt den. Fäkalschlacht im Analschacht. Da hat er gelacht. Das war ja noch grenzwertig. Ah, komm. Nein, also ich zähle das als Lacher. Ja? Ich zähle das als Lacher. Gut. So. Also, wenn das wirklich als Lacher zählen sollte, dann habe ich auch nur noch ein Leben. Wie viel habe ich noch? Zwei. Ja. Oh, okay, Krümel. Okay, spielen wir das Lied vom Glied. Nee. Doof. Nee. Richtig doof. Jetzt pass auf.
Durchfall extrem. Jetzt kommt's dick. Bin ich jetzt ja, ne? Der Pimmel über Berlin. Mann. Was nächstes raus, ne? Gut. Rednecks, schnell, du bist dran. Wir haben nicht mehr viel Zeit. So, das Seximent. Ja, keiner lacht, lacht doch mal, seid doch happy. Ich bin immer happy. Ja. Okay. Ich verstehe es auch nicht, ey. Ja. Nicht so lustig wie erwartet, ne? Darf ich? Ja. Der Sperminator. Okay, das war jetzt nicht besonders schwer, da nicht zu lachen. Was, wo war das? Oh. Die Zocker? Hat das jetzt bis sogar eigentlich jetzt gezählt? Wir hatten gelacht. Ich hab's gehört. Ich hab das gehört, ich hab das gesehen. Ja, so die Zocker hat gelacht. Ja. So, jeder hat nur noch ein Leben. Es wird spannend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich bin jetzt dran, oder ist Sucht die Zocker jetzt dran? Ich. Dann mach. Das Wunder von Bernd. Dicker geht's nicht. Komm. Ja, ich würde mal sagen, Big Mama, Speckfalten in Wallung. Oh mein Gott, wie eklig. Ey, ich ja, hab gehört, du hast gesagt, du hast... Ich hab gesagt, oh mein Gott, wie eklig. Jetzt, mach. Wer ist jetzt? Ich, aus heiterem Himmel. Nee. Mann, wieso sind die keine Gulden? Oh Mann, das ist doch scheiße. Mal? Nur noch kurz. Suchti, hast du schon einen, sonst überspringt mich gerade. Ja. Ja, dann lass Suchti zuerst. Porn Wars, Periode 3, die Rache der Spermien. Komm. Ja, ich habe einen ziemlich guten gefunden. Okay. Einen ziemlich guten. Ich habe immer noch keinen. Wartet mal, seid mal kurz ruhig. Und zwar, ich muss mal kurz überlegen. Besuch bei Tante Ilse. Ihr Tipp für die Jugend, lieber zwei Schwänze in der Fotze als einen im Arsch. Nein. Darf ich jetzt meinen noch bringen? Ja, mach. Mach mal. Wild Wild Wix. Nee. Ja, nehmen wir auch nicht. Nee, kein Punkt. Okay. Böses Bibelporno. Grümmel, ich fürchte, diese Folge ist doch nicht so lustig, wie ich erwartet hatte. Warte. Ich hab noch einen. Media Hard. Ja. Ich krieg doch nicht blöd. Battlefield Ass. Nee, sucht die sogar selten, oder? Ja. Bisher haben alle durcheinander geredet gerade. Deswegen. Ich hab ein Gay's Anatomy. Oh man. Boah, der war schon ganz knapp. Der war sehr knapp, muss ich sagen. Der war so. Bienenstich im Lesbennest. Nö. Ach komm, das ist so bescheuert, ist das doch, ey. Mann. Redneck, mach hinne. Wir haben noch 41 Sekunden. Nee, Krümel. Was? Du bist. Winnie Po, Figger und Esel Oral. Der war auch ziemlich hart an der Grenze. Okay, ich bin Gaywatch. Die Riesenschwänze von Malibu. Der war schon ziemlich grenzwertig. Oh, oh. Cockzilla, ein Riesenschwanz in New York. Wow, der ist schon alt.
Aber dass du sowas kennst, hast du den Film gesehen oder was? Nein, nee, den hatte der Jürgen schon vorher vorgesehen. Ja, hast du den Film gesehen? Wir haben das mit Jürgen schon, erstens, Jürgen okay, auch schon meine sehr genommen Herren, der Timer ist abgelaufen. Leider. Ich will auch noch einen loswerden. Ich würde sagen, jeder hat ja nur noch ein Leben. Lass das letzte machen mit Witzen. Einfach nur Flachwitze. Da genau, und wer bei den Witzen lacht, der hat den hat verloren. Bis einer übrig bleibt, der andere. Also. Einfach nur Flachwitze. Ihr habt jetzt, gib mir 2 Minuten. Ihr habt jetzt 20 Sekunden Zeit, um einen Witz rauszusuchen. Boah, ich hab einen. Ihr habt noch 15 Sekunden. 10. Weiß nicht, wo die Musik 9, herkommt, aber ich mag sie. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Jut! Jut, okay. Jut. Also, ich du an. Ich soll anfangen? Ja, fang an. Okay, gut. Also nicht vergessen, ohne Muten. Und zwar sitzen 3 Sekretärinnen vor dem Chef sein Büro. Sagt die eine, ich habe gestern im Schreibtisch vom Chef ein Kondom gefunden. Sagt die zweite, ich habe ein Loch reingestochen. Sagt die dritte, ich glaube, mir wird schlecht. Der ist alt, den habe ich erst heute gehört. Okay, weiter. So, ich bin dran? Ja. Okay, ich glaube, den nehme ich nicht, der ist rassistisch, nehme ich den anderen. Kommt ein kleiner Junge zu seinem Vater. Papa, rate mal, was für ein Tag heute ist. Sagt der Papa, ich habe keine Ahnung. Sagt der Sohn, heute ist mein Geburtstag, ich werde 14. Geht dieser Sohn zu seiner Oma. Rate mal, was heute für ein Tag ist. Diese sagt, lass mich raten und fässt ihm in seine Hose. Sie spielt eine Zeit lang an seinem Glied und seinem Sack rum. Nach einiger Zeit zieht sie die Hand wieder heraus und sagt, du bist 14. Fragt der Sohn, woher weißt du das, Oma? Sagt die Oma, ich hab's gehört, als du deinem Vater das gesagt hast. Bin ich? Ja, anscheinend, wenn keiner lacht. Fragt Fritzchen seinen alle Vater. Unter Papa! Nein? Warte mal. Ey, jetzt nicht mich unterbrechen. Fragt Fritzchen seinen Vater. Papa, von wo komme ich her? Der Vater, dich hat der Storch gebracht. Fritzchen empört. Papa, du fickst aber auch alles. Ja, hallo. Ist draußen, meine Damen und Herren. Jetzt bleibt nur noch der Krümel. Die Krümel. Das ist dein Mädchen, auch wenn es nicht so ist. Ja, ja. Die Krümel und Sucht die Zocker und ich sind noch im Spiel. Also okay, so die Zocker. Der war jetzt aber wirklich gut. Okay, ich mach weiter. Wada. Pass auf. Warte, wo war denn hier? Warum gibt es keine Ameisen in Kirchen? Weil sie Insekten. Warum? Der Mensch. So. Was sind die Idealmaße einer Frau? 80, 60, 40. 80 Jahre alt, 60 Millionen auf der Bank und 40 Grad Fieber. Oh, ich bin schon, ich darf das. Ja, du darfst das. Mann, niemand von denen hat gelacht. Das ist ja... Soll ich auch noch Witze vorlesen? Nee, du bist ja draußen. Den kenn ich sehr. Krümel XD, du bist okay. Dran. Ja. Fritzchen wird von einem Freund gefragt, was er sich zum Geburtstag... Tampons, antwortet er. Der Freund fragt, was sind denn das für Dinger? Fritzchen sagt, ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe gelesen, mit denen kann man Fußball spielen, schwimmen, Radfahren, mit denen kann man einfach alles. Ja, das Boah. Ist ein Missverständnis unter Kindern, sowas, die gewohnt, da ich kleine Brüder habe. Und eine fast Stiefschwester. Okay. Was hat große Augen und ist ein Mangala? Badum. Der war flach. Ja. Mutti, Mutti, ich hab Papa gefunden. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass du nicht im Garten buddeln sollst? Der ist mies. Ich war selber mieser hier.
Okay, cool. Oh, warte, jetzt brauche ich mein Handy. Du hast nie ich im Leben. Ja, auf meinem Handy habe ich auch noch welche. Du was? Bist flach wie der Bodensee. Was? What? Willst du mich jetzt verarschen, du Arschkind? Was? So, los, okay. Krümel. Krümel, schneller, schneller, okay. Schneller. Gartenarbeit ist einfach entspannt. Kommt allerdings auch ein bisschen drauf an, wen man so ver... Noch so ein mieser Witz. Okay, jetzt bin ich. Was ist gelb und kann ich? Es ist gelb und kann nicht schwimmen. Ein Bagger. Und warum kann ein Bagger nicht schwimmen? Weil er nur einen Arm hat. Warum? Nicht solche Flachwitze, lustige Witze. Jut. Was steht auf dem Grabstein der Putzfrau geschrieben? Sie kehrt nie wieder. Der war hart an der Grenze, Mann. Bei euch sind die immer so hart an der Grenze, wie gut das. Okay, bin ich jetzt wieder? Ja. Ja. Wenn im Fernseher ein Telefon klingelt und man sich die Fernbedienung ans Ohr hält, kann man hören, wie man ist. Ich habe ihn verstanden, aber lustig war nicht. Such die Zocker. Also wir werden jetzt so lange machen, bis nur noch einer ein Leben hat, ne? Warum haben Blondinen nie Kinder? Andersrum, warum haben Polen nie Kinder mit einer Blondine? Die haben Angst, dass ihr Kind so doof klauen wird. Warum? Sorry. Ups, das war ein bisschen unvorbereitet, dass ich so lachen musste. Sorry. Okay. Was Weiter. Ist rot und sitzt in der Ecke? Ein Kind, das mit einer Rasierklinge spielt. Oh. Oh Gott. Der war böse. Ja, der war richtig böse. Ich habe aber jetzt noch einen guten unten. Fritzchens Radiergummi ist auf die Erde gefallen. Fritzchen bückt sich und sucht ihn. Der Lehrer fragt gerade, was würdet ihr auf mein Grab schreiben? Endlich findet Fritzchen sein Radiergummi und schreit, da liegt er ja, der Drecksack. Warum lacht darüber keiner? Die sind doch lustig. Nee. Okay, ich bin. Eine also ich fand den lustig. Ich bin. Eine Blondine hat mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug gerammt. Brüllte der Fahrer. Sie dummes Huhn, haben sie überhaupt eine Fahrprüfung gemacht? Sich die Blondine zurück, bestimmt öfter als sie. Ganz an der Grenze. Okay, Er hat gelacht. Halten den Dieb, er hat mein Messer im Rücken. Nee? Was? War das der schon? Ja, haltet den Dieb, er hat meinen Messer im Rücken. Ach so. Naja. Ah, der war unlustig. Sagt Fritz seine Tante, kannst du tanzen? Die Tante? Nein, wieso Fritz? Weil Papa immer sagt, wenn du kommst, da kommt die alte Krähe angetanzt. Die anderen waren. Okay. Zwei Blondinen unterhalten sich, sagt die eine, wir haben Schwangerschaftstest, darauf die andere, und waren die Fragen schwer. Na, es ist so ein bisschen. Okay, naja. Ich habe ja ganz ehrlich nichts gegen Mega, aber ich finde, jeder sollte einen haben. Der hat sich bei unserer Klasse schon ausgelutscht. Ja, du bist doch immer am Lutschen. Bin ich? Ja. Welche vier Flüsse kennt eine Biene? Rein in mein Po. Den kenne ich. Oh, scheiße. Fragt der Chef die blonde Sekretärin. Schauen Sie doch mal bitte nach, was wir für diese Woche im Terminkalender steht. Daraufhin die Blondine. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag. Oh, ich hab hier so einen richtig alten, ich weiß nicht, ob ich den schon... Wir sollten uns beeilen. Das wird langsam lang. Ja. Ja, ein Autoaufkleber. Ich bremse auch für Tiere. Ausrufezeichen dreimal. Will schließlich sehen, ob ich die Viecher erwischt habe. Machen wir ins Fäustchen, da lacht keiner. Ich glaub das nicht. Ich glaub, die unterdrücken es alles, ey. Es ist bei meiner nee. Klasse ist das nicht mehr schwer. Aber echt. Ja, ich hab auch noch einen schönen gefunden. Der Frauenarzt zur Nonne. Das Resultat ist eindeutig. Sie sind schwanger. Darauf die Nonne ist schon verrückt, was die Leute so alles an die Kerzen schmieren. Oh.
Jetzt wundert's mich, dass keiner lacht. Ernsthaft. Ist wirklich so ein bisschen pervers. Und außerdem ist es Non. Das ist so. Ich kann den gut unterdrücken, dass ich den gelesen habe. Okay. Kommt ein Mann zum Bäcker und sagt, ich hätte gern 99 Brötchen, sagt die Bäckersfrau. Warum nehmen Sie denn nicht 100, sagt der Mann. Um Himmels Willen, wer soll die denn alle essen? Ah, der freut. Der kommt aus meinem Hausaufgaben. Hä? Mann zum Bäcker, ich hätte gerne 30 Brötchen. Bäcker, nehmen Sie doch 40, dann platzt die Tüte. Oh Gott, ich hab noch richtig Flachwitz gefunden. Bin ich? Wollte ich lachen? So. Bin ich schon? Bin ich schon? Anscheinend. Okay. Was macht eine Eskimo-Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Wie kann man da nicht lachen? Oh mein Ihr Gott. Ihr seid humorlos. Das war gerade sehr krass hart, ey. Oh, ich hab noch einen. Ja, ey, du hast gelacht, oder? Zählt das jetzt noch? Ja. Ich hab nicht gelacht. Rednex wollte einen Witz erzählen, ich hab nein gesagt. Los, such die Zocker, wir überziehen voll krass. Trübel, schreib mich an, schnell! Hm? Der junge Mann erzählt seiner Tanzpartnerin, das Tanzen habe ich im Fernsehen gelernt. Das merkt man, erwidert es. Sie tanzen nämlich alle Störungen mit. Badumtsch. Jut, was macht ein schwuler Adler? Er fliegt zu seinem Horst. Ah, oh, der ist schon alt. Mann, lach doch, ey! Bin dabei! Jetzt los, Krümmel! Ja, ich weiß noch gerade, dass Rednex den schreibt. Also nicht so lange. Okay. Woran erkennt man eine schwule Schneeflocke? Sie fliegt nach oben. Weiß nicht, die Behinderte? Nein, die Schwule. Okay, jetzt hab ich ihn. Was sind die Lieblingssporte der Deutschen? Kein Plan. Segeln, Formel 1 und invadieren. Nee. Oh, der war gegen den Pol. Warum lacht da keiner? Ist sogar deutscher Humor. Okay. Richtig deutscher Humor. Bin ich dann? Nee, jetzt ist Sucht die Zocker. Ja, du bist. Das ist doch. Achso. Treffen sie, sind zwei Jäger im Wald, ja? Sehen die zwei Waschmaschinen. Och, nee. Schießt der eine auf die eine Waschmaschine? Bäm, geht kaputt. Voilà. Schießt auf die andere Waschmaschine? Bam, die geht nicht kaputt. Er geht hin, fragt, ey, wieso geht Waschmaschine nicht kaputt? Waschmaschinen leben länger mit Leben Geld länger mit Ja, such die Zocker wieder! Das war ein Lachen. Such die Zocker raus. Das muss ich jetzt gut unterdrücken. Es lohnt sich echt. So, Mann, der ist so nice. Jetzt ist nur noch ich und jetzt sind nur noch ich und Krümel da. Zwei Tafeln Schokolade rutschen das Treppengeländer runter. Unten angekommen sagt die erste, hey, das war aber genial, wollen wir nochmal? Sagt die andere, nee, lass mal, ich hab schon ganz heiße Nüsse. Okay. Verdammt. Was sucht die Blondine im Meer? Leonardo DiCaprio. Hä? Die verstehe ich nicht. Mach, Dumme. Okay, sie haben Krebs, sie haben Alzheimer. Na Gott sei Dank kein Krebs. Ich kann auch darüber nicht lachen. Okay, stolpert ein Mann eine Frau an der Rezeption an. Sagt der Mann, entschuldigen Sie, wenn Ihr Herz so weich ist wie Ihre Busen, dann können Sie mir sicherlich verzeihen. Sagt sie, wenn Ihr Ding so hart ist wie Ihr Ellenbogen, dann bin ich in zwar 246. Leck mich, das war witzig! Gehört. Der war witzig, aber den habe ich bis jetzt schon dreimal gehört. Wenn du den zu oft hörst, dann härtet sowas ab dagegen. Das ist dann wie bei einer Krankheit. Hast du die zu oft, dann wirst du immun. Oder tot, aber meistens immun. Was? Oh Gott, langweilig. Ich glaube, das wird eine Doppelfolge. Nee, ich lasse als Ganzes hoch. Echt? Okay. Ernsthaft? Ja. Egal. Okay. Ah, die, das ist auch schon so alt. Wie bekommt man eine Giraffe in den Kühlschrank? Kühlschrank auf, Giraffe rein, Kühlschrank zu. Wie bekommt man einen Elefanten in den Kühlschrank? Kühlschrank rein, auf.
Giraffe raus, Elefant rein, Kühlschrank. Alle Tiere der Welt treffen sich in der Wüste, selbst der König der Löwen ist da. Aber ein Tier fehlt, welches? Der Elefant, der sitzt immer noch im Trank. Ah, der ist so alt. Meine Grundschule schon immer. Herr Doktor, ich krieg meine Vorhaut nicht mehr zurück. Die gibt man auch nicht her. Oh Gott. Ich meine, ich brauche mal gerade... Oh nein, ach, hier ist einer auf der Seite. Ich bin schon raus. Ich kann lachen. Ich bin das toll. Das ist nicht irgendwie voll so... Oh, willst du nicht ausrasten, weil ich lache? Was? Okay, der hier ist komisch. Rollt eine Kugel um die App, um die Ecke und kippt um. Was macht sie? Sie steht auf und geht weiter. Ja, den check ich irgendwie nicht. Okay, was ist grün und springt von Baum zu Baum? Ein Rudel Gurken. Und was ist der Witz daran? Gurken sind keine Rudeltiere. Verdammt. Langsam, das wird auch immer hier, ne? Okay, ich hab noch einen. Gehen zwei Wirre in die Wüste. Plötzlich sagt der eine, ich mache jetzt Pause. Und setzt sich hin. Sagt der andere, hey, rutsch mal zur Seite, ich will auch im Sand sitzen. Hey, Polen. Ja? Lass mich noch einen Witz erzählen, okay? Warte kurz. Was ist der grün und sitzt in der Ecke? Keine Ahnung. Ein Neger. Wieso ein Neger? Ich kann meinen Neger anstreichen, wie ich will. Mann, der war jetzt richtig rassistisch. Du hast leicht gelacht. Man hat's gemerkt. Also ich bin schon mehr richtig. Nein, ich hab nicht gehört. Ja, ich lese jetzt einen vor. Wenn da von einer bei euch lacht, dann ist gut. Wie malt man eine gelbe Giraffe an? Mit einem gelben Giraffenanmaler. Und wie malt man eine blaue Giraffe an? Man nimmt den gelben Giraffenanmaler, malt die Giraffe an und hält sie, solange der Hals zu blau wird. Oh, komm schon. Ich hab Krümel jetzt gerade eingeschickt. Was? Ich hab Krümel gerade eingeschickt. Was ist schwarz und sitzt auf dem Baum? Banner nach dem Waldbrand. Den hab ich schon gehört. Jetzt ist mir der Beste eingefallen, der ist mir gerade eingefallen. Jetzt bin ich dann. The Polen. Es gibt zwei Dinge, die ich hasse. Rassismus, im Bus neben einem Neger sitzen zu müssen. Ja. Mann! Darf ich meinen raushauen? Ja, mach. Okay. Was ist ein Pädophiler im Busch? Weiß es irgendjemand? Eine Kinderüberraschung. Ja. Was ist ein Neger auf dem Mond? Ein Neger auf dem Mond. Was sind zwei Neger auf dem Mond? Zwei Neger auf dem Mond. Was sind alle Neger auf dem Mond? Ein gelöstes Problem. Leck mich, das war okay, witzig. Der Nein, das war gerade Achmed. Happy Chanukka. Wer kennt das? Happy Chanukka. Wie heißt ein braunes Ding hinter Gittern? Eine Knastanie. Adumtsch. Diese Witze werden immer... Ja, Ihr bettelt um Lacher. Aliens vs. Penetrator. Das war ein Porno-Titel. Ich weiß. Ich dachte, den hab ich gerade noch gelesen. Warte. Oh Gott. Jetzt einfach alles Lustige, was man weiß. Irgendwie, ich hab da noch eine Info. Irgendwas Witziges? Warte mal, gib mir mal gerade 2 Minuten Zeit. Ich hab da noch was, was ich jetzt sagen könnte. Kinder spielen an der Atombombe. Außer Walter, der spielt am Schalter. Oh verdammt. Wieso lacht da keiner? Ich bin wahrscheinlich Alter, der Einzige, der irgendwie am Arsch war das gerade knapp, ey. Ich hätte wirklich fast so gelacht wie... Ah! Ey, das ist ja richtig so. Hier eng. Das ist jetzt gerade richtig eng. Wusstet ihr? Warte, lad die Seite schneller. Derweil erzähl ich mal eine kleine Info. Okay, wusstet ihr, dass Giraffen... Hallo. Europa, hey. Samsung Galaxy S oder iPhone 5? Afrika, Brot oder Wasser? Nein, das ist eher traurig.
Ja. Ich möchte heulen. Okay, damit. Nein. Warte. Rednecks, halt mal die Klappe. Alle Kinder angeln nach dem weißen Hai. Außer Schröder, der ist der Köder. Was sagst du zu einer fetten Mutter? Mach dein Leben nicht schwerer als dein Gewicht. Nein, der war nicht lustig. Mann, du bist ein Arsch. Ja, ich weiß. Ich bin wieder dran, ne? Ja. Okay, ja. Alle Kinder verstecken sich im Bunker. Außer Renat fängt die Granate. Ich war letztens in Afghanistan. Bombenstimmung da. Oh Gott, ich muss jetzt zusammenreißen. Warte, wenn das so ist, dann hol ich das. Das ist richtig. Nein! Nein! Warte. Ey, was macht ein Leberkranker in der Disco? Keine Ahnung. Er lässt die Fetzen fliegen. Das ist mies. Davon was? Gibt's noch viele mehr. So, jetzt hab ich mein. Warte. Wie viele Emos braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine. Man braucht kein Emo, um eine Glühbirne. Ja, egal. So, ich hätte mal einen. Es ist ein Leprakranker auf dem Motorrad. Ein Teilchenbeschleuniger! Reicht nicht zusammen, mir reicht jetzt zu haben. Okay. Einer von euch muss einfach lachen. Warte, ja, sonst komm ich nicht raus. Ein Ey, ich bin dran. Jetzt halt du die Klappe, ich bin dran. Ey, wie kommt ein Lepraker in den Bus? Natürlich Stück für Stück. Boah, ey, war jetzt auch fies wieder. Oh, ihr seid so fies, ihr seid so... Also, ein Türke trifft... Ein Türke trifft einen Polen, sagt der Pole zum Türken. Immer wenn ich ein dummes Gesicht sehe, muss ich lachen. Darauf der Türke. Und wie rasierst du dich dann? Den hab ich jetzt nicht verstanden. Ohne Spiegel. Hast du den wirklich nicht verstanden? Ne. Der Pole sagt zu dem Türken, immer wenn ich ein dummes Gesicht sehe, muss ich lachen. Darauf der Türke, und wie rasierst du dich dann? Okay, trotzdem. Dann wäre wahrscheinlich die Antwort in der Spiegel. Mann, ist sie... Es ist... Ja. Trüben. Was ist ein Leprakranker auf Dach? Vom Winde verweht. Der ist alt. Ja, okay. Ist gut. Geht ein Kinderschänder mit einem Kind nachts in den Wald, sagt das Kind, ich hab aber Angst im Dunkeln. Darauf der Kinderschänder, was soll ich denn sagen? Ich muss nachher allein nach Hause gehen. Der ist alt. So, ich hab noch einen. Nee, warte, lass mich jetzt. Was ich sagt der Wind zu Pein? Was sagt der Wind zur Palme? Halt deine Nüsse fest, ich krieg dir jetzt einen. Verdummt. Was ist okay, Glück, wenn ein Schiff voller Ausländer untergeht? Was ist Pech, wenn die Ausländer schwimmen können? Oh. Ja. Oh. Mann, ihr seid doch Arschlöcher, wir müssen die Folge bald beenden und... Oh, das geht in einem Unentschieden aus, ja. So, jetzt... Was ist ein Schwarzer in einem Loch? Negativ! Nee. Nicht verstanden. Was? Ich bin wieder dran, ne? Oh, scheiße. Hier stehen hier keine guten. Na, mach. Alter, ich hätte so nur 40 Minuten Folge diesmal, ey. Ey, ich glaube, wir machen Unentschieden raus, oder? Letzter Witz. Ja, lass, du machst den letzten Witz, vorletzten Witz. Nee, ich hab keinen mehr, ich hab mehr. Nee, okay. Geht's Kind zur Mutter. Mama, ich will nicht mehr nach Amerika. Mutter, halt den Mund und schwimm weiter. Ich glaube, es wird ein Unentschieden. Boah, fuck ey. Das war jetzt hart, das zu unterdrücken. Hättest einfach lachen können. Nee, das wäre mir sowas von egal. Okay, oh Gott. Okay. Oh, das war jetzt wirklich eine harte Runde. Mann, ja, das war auf jeden Kann Fall jetzt ja hart. Am Freitag danach fort. Und das Beste ist einfach nur...
Fuck. Ich glaube, wir beenden jetzt die Aufnahme, weil es bis 30 Minuten sind. Wir beenden. Hast du schon nachgeguckt? Okay, warte kurz. Und zwar ist der allerletzte Witz. Eine 85-jährige Frau geht zum Arzt. Herr Doktor, wo genau befindet sich denn mein Herz? Doktor, auf der linken Seite unterhalb ihrer Brust, gnädige Frau. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, 85-jährige Frau schießt sich ins Knie. Ja! Meine Damen und Herren. Nein! Wir haben gesagt, es ist unentschieden. Ich hab gesagt, letzter Witz und du hast gelacht, also meine Seite. Ey, das war unfair! Ich finde, wir lassen es bei unentschieden, aber eigentlich gewonnen hatten. Ja. Ich werde ein Replay da einfügen, wie ich das gesagt habe, letzter Witz, und dann werdet ihr es sehen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Comedy Freitag. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Also, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao, ciao! Und zwar ist der allerletzte Witz. Eine 85-jährige Frau geht zum Arzt. Herr Doktor, wo genau befindet sich denn mein Herz? Doktor, auf der linken Seite unterhalb ihrer Brust, gnädige Frau. Am nächsten Tag steht in der Zeitung, 85-jährige Frau schießt sich ins Knie. Ja! Ja, ich hab gewonnen, meine Damen und Herren. Nein! Wir haben gesagt, es ist unentschieden. Ich hab gesagt, letzter Witz und du hast gelacht, also meine Seite. Ey, das war unfair. Ich finde, wir lassen es bei unentschieden, aber eigentlich gewonnen hatten, ja. Ich werde ein Replay da einfügen, wie ich das gesagt habe, letzter Witz, und dann werdet ihr es sehen.